Hey Guinness, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Und ja, wir sind hier in den Bergen, nahe Fajum. Oder Fayum. So, Synchro beendet. Sonst noch irgendwas hinzugekommen? Ne. So. Sehr schön. Unten ein Lager mit Räubern wieder, oder ist es ein Lager mit ohne allem? Vor allem mit ohne allem Leuten. So, aber da in den Bergen, bei den sieben Zwergen, da soll's Fragezeichen geben. Wahrscheinlich wieder wilde Tiere. Mit meinem Glück. Aber wir können es nicht hundertprozentig genau sagen. Ne, ist ein Lager. Das ist ein Lager. Oh, doch nicht. Ich hätte es jetzt gedacht, dass es ein Lager sein soll. Okay. Da ist weit und breit gar nichts. Das ist ja jetzt auch mal seltsam. Sind irgendwie alle Soldaten ausgestorben oder was ist hier los? Ups, das war die falsche Karte. Da wollten wir einen Sack. Oh, fuck. Mann. Komm her, Plötze. Oh. Auf der Karte sieht das deutlich gebirgiger aus. Als es dann tatsächlich ist. Naja. Zum Glück ist es so. Weil sonst hätten wir echt ein Problem. Hyänenbau. Ach ne, warte mal, wenn da Hyänen drin sind, dann wollen wir doch mal auf ein Pferd da rein. Hui. Ach komm. Na. Was denn jetzt? Hier sonst nichts mehr, ne? Ne. Oh, sind noch zwei Hyänen dazu gekommen. So, so gut. Ah, ich drücke immer auf Tab für die Karte, ey, das ist so dumm. So, da noch.
Das hier ist, glaube ich. Ne, das ist sogar noch in dem Gebiet drin. Okay. So, danach die Fragezeichen um die Pyramide. Oh, den Schatz haben wir gar nicht. Das ist so ein Steinbruch, ne? Nitria. Ah, Nitria. Okay, beide Fragezeichen sind damit direkt weg. Aber wir brauchen mal gerade die Hilfe von dir. Was sieht der? Wir sind sogar direkt an der richtigen Stelle. Und schon wieder Tab gedrückt für die Karte. Wei. So, ich glaube, ich muss hier irgendwo runter. Ich muss zu einer Straße kommen. Nitria. Wird hier das Nitrat gewonnen, oder? Kommen wir zu dem Namen. Ist auf jeden Fall eine Straße. Ich glaube, doch, die führt mich dahin, wo ich muss. Hier war dann links. Also, aber... Ah, okay, okay. Mein Fail. Oh. Dann nehmen wir die nächste Straße, die da nach rechts führt. Genau die. Und die führt uns auf direktem Weg dorthin. Dahin, wo wir hin wollen. Vor den Toten. Sop. Das haben wir. Ja, oh, ich wusste, es geht zu der Pyramide. Aber es sind dann nicht mehr viele. Ja. Erstmal zum Haupteingang. Also, ich würde mal sagen, das ist der Eingang. Ich bin ja nebenbei so ägyptische Doku-Filme am gucken. Macht richtig Spaß. Oh, ein Soldat, ein Soldat! Du bist am Ende! Hey, was? So. Ich töte dich! Du mich! Okay. Oh, da! Das macht richtig Spaß. Oh. Wo seid ihr denn? Ah. Da ist einer tot.
So, wo sind die anderen? Nicht so öffnen, also vom Pferd. Alles kann ich vom Pferd aus machen, ja. Aber das plündern nicht. Was heißt denn hier Moment? Wer gehört hier wem? Dir doch noch mal anders überlegt, ja? So. Oh, was ist das? Die Aussichtsplattform. Läuft ja nicht davon. Kobranest. Ah, super. Oh nein, ey. Ehrlich. Na. Niemand bestiehlt der Fock den größten aller Banditenanführer. Nach der hat dann die Kobras hier eingeschleust, ja. So. Na gut. Nach den Kobras kommt die Pyramide. Ich glaube, die hier ist deutlich einfacher zu erklimmen als die Cheops-Pyramiden. Da muss das dann nämlich wirklich noch großartig. Du sollst ja einfach nur hoch, Mensch. Wirklich noch stark gucken, wo man hin muss und so weiter. Hier ist es mehr immer so ein kurzes Gucke. Da, zack. Dann da. Dann da. Zack. Das ist also echt easy peasy. Haben wir jetzt den höchsten Ort erreicht und synchronisieren. Ich glaube, hier geht es wieder darum, die Höhle zu erforschen. Also würde mich jetzt nicht überraschen. Was ich vorher nicht wusste, ist, man kann die C-Taste gedrückt halten, dann macht der das von alleine etwas schneller mit dem Runterklettern. Oh, ja. Ne, das ist nicht der Eingang. Ist hier der Eingang? Nee, da ist auch kein Eingang. Nur sage mal. Na, das sieht mir doch nach einem Eingang aus. Auch dass wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welche die Hungersnot macht. Hanno sein Getreidesack hier pflanzen. Ist genug, um 100 Laibe Brot mit 20 Fese oder 10 Kannen Dattelmalzbier mit Fese herzustellen.
Okay. Ah, okay. Den müssen wir wohl oder übel hier lang. Oh, lol. Das zu, das auch zu. Dann müssen wir hier lang. Weil geht das weit runter. Hey Leute, ich muss das Ganze. Bei Sackgassen eben mache ich immer erst rechts. Nichts machen. Da komme ich nicht von hier aus rein. Dann muss ich auf die andere Seite laufen. Oh, hier ist eine größere Halle. Der in Frieden vom Arzt, erster nach dem König von Oger, das Mitglied der Elite, Hohepriester von Neopolis, Baumeister, Vorsteher der Werft und Hersteller von Gefräßen, Gerd im Tod wie im Leben. Okay. So, hier ist was. Und da ist auch was. Oh. Ich dachte, da wäre auch was. Gut, dann ist halt nur da was. Ach komm, ehrlich. Sehr geil. Ich mache mir immer so viel Arbeit, die Platze hauen. Da ist das total unnötig. Ah. Also wieder hier rum. Absichtlich. Eigentlich wollte ich die Schlange gar nicht so töten, sondern wieder mit abwerfen. Oh, diese Fake-Wände. Das eine an. So, hier war auch noch was. Sohn des Horus, herrscher über alle. Repräsentant der Götter, Richter von Tempeln und der Kultur. Josea Nediajet. Was auch immer das heißen mag. Okay, das ist aber nur so ein Raum. Dann sagt es, der König Ober- und Ägypten opfert 1000 Laibe Brot, 100 Kannen Bier, ein Ochsen und 2 Kugeln.
Weihrauch für Dioser, den rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten, und gebt einen Kuchen, eine Kanne Bier, eine große Portion Fleisch und eine Kugel Weihrauch dem obersten Vorlesepriester, da mir seine Gelehrigkeit ein Beispiel war. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Wenn er uns sagt, er tot sind, okay. Das ist gerade mal echt die Riesenfrage. Wie kommt man? Ich hab ne Idee. Ne, warte mal. Hier komme ich ja wieder ganz raus. Lass einfach los. Ne? Ich will ja nicht ganz raus, ich will ja nur da rein. So. Ha. 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 Das ist eine andere Fackel. Wir hatten noch da hinten ebenfalls so ein Problem mit dem Gang, dass es dann nicht mehr weiterging. Ja, hier war das. Warte mal, hier ist bestimmt. Aha. Was da ist doch. Mann, bin ich gut. Du sollst das plündern, Mensch. Oh, großer, schon nun. Ja, das ist auch für die Motivgabe. Ja, die mir Hungersnot werden, ist unser Land heim. So. Jetzt können wir hier wieder. Ja. Alles ganz schön verwinkelt, muss man sagen. Woods. Woods. Woodstock. Und das dürfte jetzt fast gerade nach oben gehen. Hier auf dem Weg. Seite ziehen, sehr schön. Ja, easy peasy. Das soll schwer sein, doch. Neon nimmer. Dann haben wir das nämlich gelöst, Alles hinter uns. Schon wieder die falsche Scheiße. So. Bleibt eigentlich echt nur noch das da zu tun. Was ist er denn? Hey. Ja, Plätze. Da hoch müssen wir. Wir gehen mal einfach den direkten Weg. Ja, nicht schaden, ne? Wir müssen sowieso hoch.
Hoch hinaus. Was ist hier? Ein Lager? Ein... Jo, ein Lager. Du kannst jetzt, hab ich dich? Das ist freie Schussbahn. Ich habe freie Schussbahn. Aber auch nur, weil ich... Ah. Danke. Mann, Mann. Da wollte er mir einfach das Sichtfeld nehmen. Sehr geil. Hauptmann und Schatz plündern. Ui! Hier haben sie sogar einen richtigen Lokus gebaut. Lokus finde ich eigentlich auch ganz nett. Deutsche Übersetzung davon. Eigentlich Platz, Stelle, Ort ist. Den Sand mit. Gesegnet seist du, mein Schwan für mich. Danke, Freund. Die Götter behüten dich. Hurensohn! Ich brauche Hilfe! Nein.
Eieiei, hast zwei Kisten vergessen. Hä? Wen denn? Na, ist egal. Ich will da hoch. Geil, wie weit dieser Schatten reicht. Bist du ein Gegner? Bist du ein Gegner? Ja. So. Dann würde ich sagen. So, unter Quest. Ah, falsche Taste. Ah! Das Reise ins Fayum und das nehmen wir mal. Oder? Nein, wir haben ja noch hier. Haben wir hier noch. Willst du mich verarschen? Wir haben hier noch zwei Fragezeichen. Oh, wir haben noch drei Fragezeichen. Eins, zwei, drei. Ach hey. Wir haben ja noch drei Fragezeichen. Ich würde sagen, das da, das da, das da. Und dann können wir nämlich hier unten die Aufgaben machen. Und dann gucken, was das da sein soll, weil das ist auch erst kürzlich hinzugekommen. Das da ist ewiges Ding. Das hier ist auf dem Gebiet, genau. Wollen wir noch nicht hin? Da wollen wir auch noch nicht hin. Das sind halt echt so viele Gebiete, wo man so extrem hochgelevelt sein muss. Was natürlich alles ein bisschen schade ist, aber naja. Dadurch geht man dann halt nicht immer direkt überall hin. So. Was soll denn das? Gib mir einfach mal mein Pferd und dann. Komm. Lass mich mal den Rest machen. Ah! Das bisschen Wind, das hält mich nicht auf. Obwohl, warte mal, wir müssen mal gerade. Ich drücke immer genau eine Taste daneben. Oh, hier. Sehr schön. Oh, das ist unten im Steinbruch. Das ist bestimmt ein Lager. Jetzt nur nicht verlaufen. Mist, ey. So. Hey, was? Wo kommst du denn her? Ja, deine Männer sind schon alle. Da bist du ja. Deine Leute sind schon alle tot und dann kommst du erst an. Echt, ey. Ja, diese Spätkomma ist nicht wahr. So, da haben wir eine Schriftrolle. Adale sammelt sich jetzt und gibt dieses Lager auf. Am nahen Aussichtspunkt ein neues. So können wir ein Auge auf jeden haben, der dieses Gebiet durchquert. Wir fünf werden abwechselnd wach halten. Du fängst an, wenn du Ptolemäer, Rebellen oder eine andere Banditenbande siehst, dann löschte sofort das Feuer. Mir ist nicht danach zumute, Ring zu verschwenden. Goros.
Im Ernst? Hallo? Du bist Wurmfutter! Was bin ich? Wurmfutter? Wurm? Ja? Warum bist du dann tot? Nicht ich? Weil ich Wurmfutter? Ja? So. Ich werde gucken. Schätze plündern. Ich hab da oben gerade. Ach, das ist ein Geier. Das war ein Geier. Ach, hinten ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Mensch. Ja, tut euch keinen Zwang an. Ich hab euch da was gelassen. Rein. So. Dann schnell. Ach ne, da oben. Wo ist da oben? Da oben ist. Jetzt hör doch mal auf. Da. Kommen wir auch ganz schnell hin. Das ist, glaube ich, nur über ein, zwei Hügel und dann sind wir schon da. Wow. Sag doch nicht mal wow. Na, was haben wir denn hier? Vogelnest? Ne, versteckter Schatz. Und Löwen! Ne, Jaguar. Ah, kommt mal raus. Auf offenem Feld seid ihr mir echt lieber. Da seid ihr ja. Na. Jetzt komm doch mal her! Oh. Oh. Geht doch. Oh ne, nicht du jetzt auch. Oh. Gott, geht ja immer auf den Sack. Erst angreifen und dann, wenn es wirklich wichtig wird, ne? Zack, fliehen. Oh. Okay. Sonst noch einer hier? Nein. Ne, da gehen wir nicht hin. Das ist so übelstes Gebiet gerade für uns, wenn wir da hinreiten würden. So, dann ist da oben. Oh, okay. Ich komme nochmal hoch. Ich dachte, ich komme da nicht mehr hin. Ach, die Gegend ist schön. Sie ist groß. What's? Okay. Na, beim Schiff, da hast du die Möglichkeit, schneller zu reisen, wenn du Leertaste drückst. Klappt leider nicht, wenn du
hier drauf bist. Es sieht wieder nach einem Lager aus. Er ist recht mit diesem Feuer da oben drauf. Aber nicht allzu groß, also es dürfte schnell durch sein. Und dann sind wir nämlich schon am Ende der Folge, weil die Missionen, die machen wir dann in der nächsten Folge. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Ist doch schön. So, meine Freunde. Das ist gar kein Lager. Jetzt im Ernst? Hier ist nicht ein Soldat, gar nichts? Holy moly, ey, das ist ja... Das ist mal arg wenig. Oh, wie. Da ist noch... Oh, ich stehe fast direkt daneben. Immer. Ach, guck an. So, super. Das lief doch wie am Schnürchen. Und zur nächsten Mission können wir auch direkt reiten. Also, bis dahin. Ciao.